Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War Ragnarök. Vielen Dank, dass du da wieder mit eingeschaltet hast und mit dabei bist. Und wir machen natürlich hier schön weiter, Alter. Ja, na also. Oh, bitteschön. Muss sich bewegen, aber es kommt nicht raus. Die meiste Stocksubstanz ist weg. Wir sollten es jetzt befreien können. Ja, mal gucken, was dann passiert, ne? Warum halten Sie es hier fest? Hafgufers graben gern. Unsere Dunkelalpfreunde trifft also vielleicht nicht die ganze Schuld. Ja, du. Die Stocksubstanz gehört den Dunkelalpen genauso wenig, wie das Licht den Lichtalpen gehört. Ja. Sie ist nur ein weiterer von Alfheims natürlichen Rohstoffen und wird seit Urzeiten von den Alben genutzt. Und während die Lichtalben den Stock auf ihrer Seite loswerden wollen, ziehen die Dunkelalben hier im Ödland großen Nutzen aus ihm. Also, wenn wir diesen Stock räumen, schaden wir den Dunkelalben? Soll die Kreatur hier gefangen bleiben? Dann befreien wir sie. Geht nur. Entweder oder, Atreus. Das solltest du jetzt mittlerweile wissen. Man kann es nicht allen recht machen. Naja, so ist es leider. Nicht jeder möchte... So, Hundis. Das ist die Stelle. Hier können wir das Hafufer losmachen. Natürlich fliegt es. Das ist ein Hafufer. Es klingt jetzt viel glücklicher. Und hey, der Sturm ist weg. Ja, vielleicht schenken uns unsere Dunkelalpfreunde jetzt doch mal etwas Wohlwollen. Hör mal, Vater. Danke, dass du uns hergebracht hast. Aber du musst sowas nicht machen, nur um mich von Ragnarök abzulenken. Ja? Das war keine Ablenkung. Nein? Und warum sind wir dann wirklich hier? Hast du je daran gedacht... Er will einfach nur Zeit mit dir verbringen, solange er noch kann. Wirklich? Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Doch wenn Ragnarök näher rückt, will ich unsere restliche Zeit genießen. Richtig geil. Ich bin sprachlos. Danke, dass du uns hergebracht hast. Ich bin froh darüber. Ich ebenfalls. Schön. Ach, jetzt seid ihr wieder da. Ja? Seid ihr seid reingehauen. Halt! Wie habt ihr es denn nun eigentlich geschafft, Garm zu töten? Wir töteten ihn sogar mehrmals. Aber es hielt nicht vor. Dann dachte ich, dass man eine seelenlose Bestie vielleicht stoppt, indem man ihr eine Seele gibt. Also nahm ich die, die ich dabei hatte. Ich verstehe kein Wort. Fenrir! Weißt du noch, das Licht, das Vater sah? Eine zufällige Magie, als Fenrir starb? Da ging ein Teil von Fenrirs Seele in mein Messer über. Als mir das klar wurde, habe ich einfach Fenrir in Garm geleitet. Hohoho, sehr schlau, Junges! Bereit mal zum Kampf. Schnell! Was ist mit dir? Es gibt Geschichten über eine grausame Herrscherin. Sie war zu wütend, um zu sterben. Wir werden sehen. Mhm.
blüht jetzt hier rum. Das ist halt richtig nice, ne? Sowas finde ich schön. Jetzt können wir hier drüben auch irgendwo hin. Hattest du Garn? Warum lag er überhaupt in Ketten? Ah, Hilzwilder Wächter. Ob du es glaubst oder nicht, Midgard war mal größer. Bis Garn, damals noch ein Welpe, Hunger bekam. Er fraß Midgard? Nur ein paar Bergketten. Und die fünfte Jahreszeit, die zwischen Winter und Frühling liegt. Und das Wort für das Gefühl, wenn man so hungrig ist, dass man keinen Hunger mehr hat. Du veräppelst mich. Ich? Niemals. Das ist zu früh. Perfekt. Hä? Ah, das ist schon Profis, ne? So, Schild. Atreus, du wirst besser. Schneller. Vielleicht werde ich mal besser als du, ne? Hm? Wenn nicht, habe ich versagt. So. Mimir, nochmal zur tollen Schiff, die Magni und Modi großgezogen haben. Du sagtest, sie hätten das brutal getan. Was meinst du damit? Oh, kleiner Bruder, ich weiß, deine Kindheit war nicht leicht. Aber du ahnst nicht, wie viel schlimmer es sein kann. Warte, was ist das? Das Heft sucht den Kampf, den das Grab gewährt. Dank der grotesken Heuchlerei der Opposition, Alter, stellen die Gulan von Alphan eine Bedrohung für unsere Existenz dar. Obgleich ich viele von der Oberfläche vernichtet habe, gibt es unten in den Hütten der Dunkelalben zweifellos mehr von ihnen. Solange wir ihnen den Zugriff auf unser Licht verweigern, wird das Paar am Eingang zur Wüste die einzige zahme Version dieser widerlichen Bestien bleiben. Sie sollen bleiben. Sie werden uns als nützliche Versuchsobjekte für weitere Lichtfusionsexperimente dienen. Die Experten. Na klar. Jo, Hunde. Haut rein. Ja, jetzt wird's hier nicht schön. Alles klar. Böser Treffer! Bist du in Ordnung, Kratos? Alles klar. Nee, das brauchen wir gar nicht probieren. Kratos, steh auf! Kratos! Alter, das ist ja unnormal. Okay, die Berserkerinnen müssen wir mal ein anderes machen, wenn wir etwas weiter im Spiel sind und deutlich stärker. Aber hier hinten konnten wir noch irgendwo hin.
Na, jetzt wollte er nicht mehr reden. Emir, kannst mich ruhig anbrüllen. Es weggehen. Was sollte das bringen? Fühlt sich dann besser. Nein. Du hast mir nicht genug vertraut, um deine Sorgen zu teilen. Diese Wunde heilt nicht so schnell. Tut mir leid. Nicht nötig. Das ist mein Schuld. Der meiste Sand hat sich gelegt. Aber da hinten wütet noch ein Sturm. Meinst du, das heißt... Noch ein Hafgufa! Megin! Könnt ihr mitkommen? Jo. So, wir befreien beide Hafgufas und beenden die Stürme. Und dann? Dieses Land braucht mehr als zwei singende Hafgufas, um zu heilen. Die Narben der Kämpfe ziehen sich tief in das Gewebe dieser Welt. Ich muss daran glauben, dass wir Alfheim auf lange Sicht Gutes tun. Aber, tja, was sagt dein Vater immer in solchen Situationen? Erwarte niemals zu viel. Dann wirst du auch nicht enttäuscht? Weise Worte. Tja, suchen wir erstmal einen Weg unter die Erde. Wir müssen die richtige Höhle finden. Da geht es rein. Ja, machen wir den Halfgufer erst, weil dann sehen wir auch was. Ja. Du siehst ja sonst nichts. Mittlerweile bin ich froh, dass wir das hier machen. Dieser Sandsturm passt einfach nicht zu Alfheim. Ja, das Lied der Sande zu hören ist ein seltenes Privileg. Auch wenn es nur ein Solo ist. Nur bis wir dieses Halfgufer befreien, dann ist es ein Duett. Was ist das hier? Das ist doch keine Dunkelalphöhle. Eine verlassene alte Siedlung, wie es aussieht. Lang vor der Erschaffung des Lichtbruchs erbaut. Und noch mehr Stocksubstanz. Dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Wäre schön, wenn wir jetzt nicht dann auch noch kämpfen müssen, ständig. Ne? Aber ich denke, wir müssen weiter kämpfen. Blockiert. Ja? Wie sieht's von hier unten aus? Was ist das? Diese Stocksubstanz mag wohl keinen Lärm. Mimir, als wir das letzte Mal in Alfheim waren, war diese Stocksubstanz überall. Sie wirkte unnatürlich. Als ob sie alles Leben ersticken würde. Oder das Licht selbst. Sie wirkte so, weil du nicht aus dieser Welt stammst, Junge. Für die Dunkelalben ist der Stock natürlicher als die makellose weiße Säule in der Mitte des Brunnens. Sieh nur, wie alt manche dieser Flächen sind. Viel älter als der Lichtbogen oder unser gefangenes Hafufer übrigens. Da ist was dran. Wie hoffentlich an alle, was ich sage. Ach, hier müssen wir keine Schlachten. Nein, ich habe ja gesagt, wir wollen ja keine umbringen. Ne? Wir wollen ja mal ein bisschen entspannt die Welt erkunden. Keine Ahnung,
Ahnung wieso, aber es funktioniert. Zu klein annehmen, oder? Alpgebiet? Gebiete wechseln in Alfheim oft den Besitzer. Es scheint zumindest so. Pikvir hat erwähnt, dass diese Ruinen für die Lichtalben von historischer Bedeutung sind. Sie sind nur hier, um Eindringlinge fernzuhalten. Ups. Da würde der Leichnam da unten wohl nicht zustimmen. Frieden. Opfer. Na klar. Gut erkannt. Lasst uns weiterziehen. Hier oben auch sowas? Ach, den müssen wir von der anderen Seite raus. Okay, Brudi. Doch nicht von der anderen Seite. Ich bin ja nicht doof, ne? So. Hm.
von oben! Halten aber nicht los, ne? Jetzt zwei Half-Goofers frei sind. Wenn die beiden dann machen? Höchstwahrscheinlich. Ein bittersüßes Spektakel, wenn man den Preis bedenkt. Den Preis? Ja. Das Licht der Eltern schwindet, es geht auf ihre Nachkommen über. Moment. Heißt das, sie müssen sterben, um Kinder zu kriegen? Sie müssen nicht, aber. Je mehr Licht sie geben, desto höher sind die Überlebenschancen der Nachkommen. Verdammt! Das ist... Das ist, was Eltern tun. Wirklich? Alle Eltern geben ihr Leben für ihre Kinder? Das ist, was ich tun würde. Genau, deswegen haben wir den Speer, ne? Den Speer von Boris gebaut. So, hier ist es. Befreien wir es jetzt. Du scheinst nicht besonders glücklich darüber zu sein. Befreien sie, nur damit sie sterben. Das erscheint ungerecht. Das Leben ist selten gerecht. Aber durch ihre Opfer werden ihre Kinder leben können. Deshalb werden sie zufrieden sterben. Hatte ich das noch nicht gesehen. Aber wenn ich eins der Kinder wäre, würde ich das nicht wollen. Ich weiß, mein Sohn. Was ist die einzige Wahl, die sie treffen können? Zurück nach oben. Ja. Aufschlitzen. Eine Pfeife. Eine was? Es ist zum Entspannen. Du verbrennst Blätter und atmest Rauch ein. Oh, darf ich mal? Nein. Ach, ist schon cool, ne? Also zwischen den dreien Kratos und Mimir beides Väter von Atreus, das ist schon richtig gut gemacht. Das Schicksal dieser Kreaturen erinnert mich an eine Geschichte. Ja? Es war einmal ein Schmied, dessen König ihm befahl, eine Kiste zu bauen, die alles Übel der Welt fassen konnte. Doch kein Metall war stark genug dafür. Also nahm der Schmied die Flamme von... Warte, ist schon gut. Was ist gut? Du musst nicht. Hör zu. Ja, solche Sachen machen mich traurig, aber... Das heißt nicht, dass es mir schlecht geht, ja? Ja.
Also, was ist mit dem Schmied? Nur seine Tochter konnte die Kiste öffnen. Er starb, als er sie vor denen schützen wollte, die danach kamen. Das wirst du für mich nicht tun müssen. Ich weiß. Aber ich würde. Naja, vom was er ja gerade geredet hat, ist ja die Büchse der Pandora gewesen, ne, die er ja geöffnet hat. Wir wollen ja hier. Wir haben Alfheims Gastfreundschaft wohl überstrapaziert. Mal wieder. Links von dir! Kommt, schneiden wir es los. Ja, da. Den haben wir auch erstmal in zwei Hälften geschnitten, Alter, weil er gedacht hat, er kann sich mit uns anlegen. Aber wir sind die Hackfleisch-zerhackenden Zerhacker, Junge. Wir zerhacken alles. Da gucken wir mal, wen wir jetzt losschneiden und was dann wie irgendwo wo passiert, ne? So, Hundis. Da ist es. Achso, Kreis gedrückt. Oh, da hat gerade was durchgeglitscht. Mach du das mal, Bruder. Wisst ihr was? Vergesst es. Wow. Das Lied der Sande. Oh, jetzt werde ich auch noch rührselig. Es ist wunderschön. Danke, Vater. Danke für alles. Ich weiß, das macht nicht alles gut, aber wir haben doch geholfen. Wir bleiben doch noch, oder? Wer weiß, was uns in einem neu erleuchteten Ödland alles erwartet. Oh, schön. Also wirklich schön. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.